Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar Neue Features in Advanced Deal 2021. Ich hoffe, Sie können mich alle sehr gut hören. Prinzipiell wird dieses Webinar aufgezeichnet und später auch auf YouTube erscheinen, wie es alle unsere Videos machen. Wir werden deswegen während der Session die Mikrofone geschlossen halten. Bitte nach der Session können Sie gerne mir Fragen stellen. Wir werden versuchen, die dann entsprechend live direkt abzuarbeiten. Neue Features in Advanced Deal, prinzipiell vielleicht ganz kurz, bevor wir in die Features einsteigen. Wer sind wir, was tun wir? Ich stelle die Firma ganz kurz vor. Wir haben prinzipiell drei strategische Geschäftsbereiche, einmal Maschinenbau, den Stahl- und Anlagenbau und die Architektur und das Bauwesen. Was tun wir für Sie? Wir sind prinzipiell Autodesk Gold Partner, das heißt, wir haben entsprechend für die jeweiligen Produktschienen bei der Autodesk auch Techniker, die auch jedes Jahr entsprechende Prüfungen bei der Autodesk ablegen müssen, um nachweislich das tun zu können, was wir anbieten. Sie sehen hier auf der rechten Seite die Österreich-Karte mit unseren fünf Niederlassungen. Gerade im Stahl- und Anlagenbau ist es so, dass wir international unterwegs sind, sprich den gesamten deutschsprachigen Raum abdecken. Was können wir für Sie tun? Nummer eins, Produktpräsentationen. Beispielsweise, wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Produkt sind und nicht sicher sind, in welche Richtung es geht. Es ist auch bei der Autodesk so, wir haben bei der Autodesk über 300 verschiedene Produkte. Es ist auch da gar nicht so einfach, immer genau das richtige Produkt für den richtigen Kunden zu finden. Wir machen deswegen entsprechend Produktpräsentationen, möglichst nahe an dem, was der Kunde braucht, eben oft sogar auch anhand von Anlagen oder Stahlkonstruktionen vom Kunden. Wir machen auch Schnupperkurse und Webcasts, so wie man es heute machen, entsprechend für neue Features oder für Tipps und Tricks, teilweise auch Webinare, die in die Tiefe gehen, um entsprechend die Produkte halt genauer beleuchten. Wir machen Klassenraumschulungen vor Ort oder auch online. Derzeit wegen der Corona-Krise ist es natürlich so, dass wir alles auf Online-Schulungen umgebaut haben. Wir müssen sagen, funktioniert extrem gut. Es ist aktuell so, dass gerade eine Planschulung läuft mit fünf Teilnehmern, die entsprechend ja im Grunde einer aus Hamburg dabei ist, einer aus der Schweiz dabei ist, unterhalten sich miteinander, als wären sie im gleichen total lässig. Dann natürlich auch Individualkurse und Projektbegleitungen, gerade wenn man mit einem Produkt startet, in einer Firma entsprechend das Produkt auch einschulen möchte, ja, bieten wir hier entsprechend Grundschulungen und Aufbauschulungen in diesem Bereich an. Wir machen natürlich auch Programmierungen, zum Beispiel auch mit Content im Plan-3D-Bereich oder beispielsweise auch Anpassungen im Stahlbau für Zeichnungsableitungsstile und so weiter. Die Schwerpunkte im Bereich Anlagen und Stahlbau und dann gehe ich schon gleich in die Tiefe rein. Zuerst mal, wir machen entsprechend alles um die Produkte Advanced Steel, Plan 3D, Navisworks und Punktewolken. Dieses machen wir mit Individualschulungen und Klassenraumschulungen, egal in welchem Niveau. Wir bekommen auch sehr, sehr oft im Grunde einfach Fragenlisten, wo man den Kunden dann entsprechend ja, am Job sozusagen entsprechend diese Liste abarbeitet und eine Individualschulung macht. Wir haben für P&D, Plan 3D und Advanced Steel auch eigene Handbücher im Programm, habe aktuell gerade die 2021er Bücher um- und fertig geschrieben, werden also in den nächsten 2, 3 Wochen auch am Markt ankommen. Für Plan 3D haben wir eigene Content Packs programmiert, einmal für die Industrie, für die Armaturen, für den Pharma Content, Rechtecore und Geberit Matrix Content und wir behelfen dem Kunden auch sehr gerne bei Konfigurationen, gerade in der Einführungsphase, wenn es darum geht, Zeichnungsstile einzustellen, sodass die Bemaßungsketten beim Hauptteil genauso rauskommen, wie der Kunde das haben möchte. Da sind wir sehr, sehr gerne behilflich. Kann man entweder in einer Aufbauschulung miteinander direkt am Job sich anschauen und genau die Probleme behandeln oder auch natürlich als Dienstleistung fertige Zeichnungsstile liefern. So, und jetzt geht es ja los sozusagen. Wir gehen jetzt direkt rein in die neuen Features in Advanced Deal 2021. Hier gleich mal geballt die gesamte Liste an Features, die dazugekommen ist von der Version 20 auf die Version 21. Wir konzentrieren uns in diesem Webinar auf die Advanced Deal Features, nicht auf das AutoCAD. Prinzipiell fürs AutoCAD gibt es eigene Videos bzw. eigene Webinare, die nur diese Themen umfassen. Wir fangen einfach direkt mal an mit einem kleinen neuen Feature und zwar Profil anhand der Systemachse verlängern. Klingt klein, ist aber dennoch sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns gleich direkt live an, wenn ich da jetzt einfach mal rüberwechsel in mein Advanced Deal. Ich habe hier entsprechend ein kleines 3D-Modell. Was hat sich hier geändert? Wenn ich jetzt ganz normal ein Profil anklicke, habe ich in Advanced Deal entsprechend meine blauen Griffe, die hier verfügbar sind, die es auch schon immer gegeben hat. Prinzipiell ist es so, wenn ich da jetzt einfach auf den blauen Griff draufklicke,
dann ist das Standard, wie es gewesen ist. Das heißt, das Profil ändert sich einfach via AutoCAD-Linie im Endeffekt, wenn ich draufklicke, verziehe ich das in alle möglichen Richtungen. Was hier neu ist und wo ich selber auch am Anfang etwas gesucht habe, ist, man bleibt hier drauf, man verweilt hier ganz kurz auf diesem blauen Griffpunkt, dann taucht hier die Länge auf und wenn ich auf Länge klicke, dann bin ich im neuen Feature und das ist eigentlich eine ziemlich lässige Sache. Ich kann hier jetzt inklusive einer Achsrichtungssperre einfach klicken. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel anhand diesem Punkt mein Profil verlängern, kann ich da einfach direkt draufklicken und ich habe hier einen Richtungsfilter entlang der Systemachse von meinem Profil und kann hier beispielsweise eine Gebäudekante oder sonst was anpassen. Diese Funktion funktioniert prinzipiell mit allen Profilarten, das heißt, ob es jetzt ein Holzprofil ist oder ob es ein Stahlprofil ist oder ob es ein Betonträger ist, spielt in dem Fall keine Rolle. Überall, wo ich eine Systemachse von meinem Bauteil habe, kann ich ganz einfach hier draufbleiben und auf die Länge draufklicken. Vielleicht nur ein kleiner Tipp, wenn es an einer oder anderen Stelle am Kunden schon mal passiert ist, sollten diese Buttons eventuell gerade nicht sichtbar sein, vielleicht ganz kurz eine Systemvariable, die Culling Object. Wenn Sie das einschalten, dann können Sie die Systemgriffe auch durch das Objekt durchsehen, nur kurz am Rande soweit. Das zweite neue Feature ist das einfache Austauschen zwischen Anker, Schrauben und Löcher. Bis dato war es ja immer so, wenn Sie ein Loch platziert haben und darin eine Schraube reinbauen, dann löschen Sie im Endeffekt das Loch, platzieren die Schrauben entsprechend neu. Oder Sie haben die Anker bei einer Schütze definiert oder einer Wandkonsole und wollen diese Anker beispielsweise schnell mal nicht darstellen und ein Loch stattdessen machen. Das ist jetzt sehr, sehr einfach geworden und zwar demonstriere ich das jetzt ganz einfach anhand von ganz normalen Ankern. Prinzipiell werden Anker ja über die Objekte platziert. Wir können hier über unsere Schalter umschalten zwischen Ankerschrauben, Löcher und Kopfbolzen. Ist hier beim Einfügen immer noch 1:1 das gleiche, wie es bisher war. Nur ist es jetzt so, wenn ich meine Objekte platziert habe, kann ich hier einfach ganz einfach einen Rechtsklick machen und sagen, ich möchte bitte diese Komponente in Löcher abändern. Damit werden die Anker rausgenommen. Ich habe da entsprechend meine Löcher mit drinnen und kann auch hier natürlich ganz genau wieder reingehen und entsprechend gegen Schrauben oder gegen Anker auch austauschen. Das heißt, der Wechsel zwischen diesen drei Objekten ist ganz einfach geworden. Einfach anklicken, Rechtsklick und entsprechend abändern, anpassen, wie man möchte. Funktioniert natürlich beim Blech, funktioniert beim Profil, egal was, sofern dieses Objekt natürlich platziert ist. Dann ein neues Feature bei dem User Interface für eigene Profilarten. Das betrifft vielleicht nicht alle User, betrifft die User, die entsprechend konfigurieren und auch eigene Profiltypen hinterlegen. Bis dato war es ja immer so, wenn man Mist gebaut hat, wenn man es so einfach ausdrücken kann, dann hat man nicht gewusst, was man denn falsch gemacht hat im Endeffekt. Ja? Das ist jetzt anders. Das heißt, wenn ich hier meine Profilarten habe, kann ich entsprechend dort über meine Ribbons natürlich meine gewohnten Profilfunktionen anwenden. Das heißt, hiermit sind wir komplett gleich. Wir haben einen Rahmen, wir haben entsprechend die exakte Innen- und Außenkontur und primitive Innen- und Außenkontur, kann man eigentlich sagen. Auch das ist gleich geblieben, dass das entsprechend Layer gesteuert ist. Mit dem Zusatz, wenn Sie jetzt eine neue Zeichnung anlegen, sind die Standard-Layer, die wir hierfür brauchen, noch nicht standardmäßig in der Vorlagendatei drinnen. Das heißt, wenn Sie zum ersten Mal ein Profil anlegen in einer neuen Vorlagendatei beziehungsweise einer neuen DWG, müssen Sie hier einmal durchklicken, dass entsprechend auch die richtigen Layer in der Zeichnung drinnen sind. Dann geht man genauso vor, wie man es gewohnt ist. Das heißt, wir haben hier entsprechend unsere eigenen Profilarten. Wir können hier über unsere Linien, geschlossene Polylinienkonturen, unsere Innen- und Außenkontur machen. In dem Fall sieht man in grün die primitive Außenkontur, gelb die primitive Innenkontur und entsprechend mit den schönen Abrundungen die detaillierten Außen- und Innenkonturen. Wir haben dann entsprechend Profilreihen und Profilnamen noch mit drin. In diesem Fall sind die neuen Basispunkte und die Koordinatensysteme schon eingefügt. Und dann funktioniert das prinzipiell wie gehabt. Das heißt, wir können hier hingehen und entweder ausgewähltes Profil generieren, sprich den roten Rahmen anklicken, den wir als Profil später erzeugen wollen. Oder wir können direkt hingehen und sagen, nimm alle Profile, gib ihm und leg die Profile entsprechend an. So, und an der Stelle haben wir jetzt entsprechend eine Änderung. Früher war es so, ist ein kleines Fenster kommen, von wegen ist es generiert und sonst ist nichts passiert. Ja. In diesem Fall bekommen wir ein Fenster,
das uns genau sagt, was denn da für ein Problem vorhanden ist. Das heißt, wenn ich da jetzt hergehe und sage, okay, ich habe hier eine einfache Außenkontur, aber da habe ich beim Konstruieren was vergessen. Ich habe hier zum Beispiel eine Außenkontur, die nicht geschlossen ist, sprich eine offene Polylinie. Damit werde ich eine Außenkontur nicht in mein Profil reinbekommen später. Würde es so generiert werden, was es ja auch wird, ja, dann habe ich hier nur die detaillierte Hülle sozusagen vorhanden. In dem Fall kann man das ganz einfach beheben. Es wird hier auf diverse Fehler hingewiesen, kann man so sagen, und kann hier entsprechend eben dann hingehen. Kann beispielsweise meinen Namen nur mehr ändern, wenn ich möchte, ist überhaupt kein Problem. Hier nur ein Unterstrich dazu beispielsweise und generiere entsprechend hier meine Profile nur mehr neu. An dieser Stelle sieht man da, Attacker, wir lieben CID, Profil wurde erfolgreich erstellt, damit passt alles und ich kann schon munter drauf loszeichnen, indem ich ganz einfach ein Profil nehme, entsprechend einfach mal einfüge und ich finde hier drinnen in meinen Profiltypen natürlich auch die anderen Profile und darin enthalten entsprechend unsere Attacker-Reihe und unsere beiden Profile, einmal mit dem Unterstrich, den ich jetzt gehabt habe, man sieht da jetzt schon ganz schön, in dem Fall haben wir da das A mit drinnen, einmal in primitiver, sprich spitzer Form und wenn ich hier unten auf meinen Anzeigetypen gehe, kann ich entsprechend da auf exakt mit Kantenbearbeitung gehen, das heißt, ich habe hier beide Varianten mit abgespeichert und ein schön geführtes System, das mir auf einen Fehler hinweist, wenn ich dann irgendwo was vergessen habe, richtig zu machen. Ein neues Makro, was uns vielleicht bei unserem Markt Deutschland, Österreich, Schweiz eher nicht so arg betrifft, ja, aber prinzipiell vorhanden und als neues Feature gelistet. Wir schauen es uns auf jeden Fall an. Auf jeden Fall an. Es gibt ja prinzipiell, wenn ich Geländertypen einfüge, einmal das Standardgeländer von Advanced Steel. Es gibt einmal die Monowheels, die es eh schon seit 2, 3 Versionen gibt. Und da gibt es eine Erweiterung, sprich Monowheels mit Paneelen. Das heißt, wir haben hier immer ein Panel, ein Segment, das entsprechend nebeneinander hin platziert wird. Das Einfügen von den Paneelen funktioniert prinzipiell wie eine ganz normale Advanced Steel Funktion. Ich gehe jetzt einfach mal her und füge entsprechend da über unsere erweiterte Modellierung. Man sieht hier einen dritten Button für die Monowheels Paneele. Kann hier mein Profil selektieren, habe meinen Startpunkt und meinen Endpunkt, genauso wie es in der ganz normalen Advanced Steel Funktionalität vorhanden ist. Sollte dann noch den Mittelpunkt natürlich fangen und bekomme hier entsprechend meinen ersten Geländerwurf mit rein. Wie bei allen anderen Makros in Advanced Steel ist es so, dass wir hier eine Tabelle mit hinterlegt haben, so dass wir unsere Lieblingsgeländertypen im Endeffekt abspeichern können und wiederkehrend für die nächsten Projekte ja nicht immer wieder neu erfinden müssen. In dem Fall geben wir einfach mal die allgemeinen Themen durch. Das heißt, wir haben hier einmal allgemein und können hier zwischen diesen beiden Handlauftypen wählen. Man sieht da, wenn ich was mache, wird sich das im Hintergrund automatisch anpassen. Man kann hier den Konstruktionstypen nur ändern. Wir können die Abstände ändern, wenn man so möchte. Wir können den Schraubentypen beispielsweise nur anpassen. Auch hier natürlich die volle Power von Advanced Steel. Das heißt, wenn man im Management-Tool beispielsweise Schrauben mit Garnituren, Kontermuttern und so weiter angelegt hat, sind die entsprechend auch hier natürlich wieder greifbar. Auch noch wichtig, wir können entsprechend hier drinnen auch die Segmentfelder definieren. Das heißt, wir haben hier drinnen die Abstände, die maximalen Abstände, die Panellängen sozusagen, die Zwischenabstände. Wir können zum Beispiel auch die Pfostentypen wählen, einfach hier draufklicken und wir bekommen entsprechend oder die Änderungen. In dem Fall habe ich was erwischt, was für mein E-Profil in dem Fall nicht passt. Ich kann hier zum Beispiel mit einem angeschweißten Bogen noch mit reingehen, um entsprechend dort eine ordentliche Möglichkeit zu bekommen und kann mich hier wie gehabt durch, wie bei allen anderen Makros im Endeffekt durchklicken und den gewünschten Geländertypen finden oder konfigurieren, wenn ich so möchte. Ein weiterer Punkt, und zwar der die Positionsnummerierung betrifft, und zwar nur für Lochbilder. Und zwar ist es prinzipiell so, wenn ich jetzt 3 komplett baugleiche Profile nebeneinander liegen habe, mit anderen Bohrungen, dann ist es standardmäßig so, dass die Bohrung auch eine neue Positionsnummer hervorruft. Ab und zu ist es gewünscht, dass diese Bohrung nicht für die Einzelteilnummerierung herangezogen wird, weil er trotzdem das Profil einfach die gleiche Länge hat. Das schauen wir uns jetzt natürlich auch gleich mal an. Ich habe hier einfach mal 3 Profile
nebeneinander liegen und unterschiedliche Bohrbilder, unterschiedliche Lochbilder mit reingenommen. Prinzipiell ist es so, wenn ich hier in den Advanced-Eigenschaften von einem Lochbild bin, dann kann ich hier drinnen bei der Lochdefinition als neue Option die Löcher für die Nummerierung verwenden, aktivieren oder deaktivieren. In dem Fall ist es deaktiviert. Das heißt, wir haben hier drinnen einmal die fünf Löcher nebeneinander ohne Hackerl. Hier drinnen haben wir entsprechend zwei Zeilen. Auch hier habe ich die Löcher für die Nummerierung rausgenommen. Und dann habe ich noch ein drittes Profil, nochmal mit einem anderen Lochbild. Wenn ich das anklicke, habe ich das Hackerl jetzt aktiviert. Das bedeutet, ich erwarte von der Positionsnummerierung, dass ich zwei Positionsnummern bekomme. Und zwar einen für dieses Profil, weil entsprechend das Hackerl aktiviert ist. Und eine Positionsnummer für diese beiden, weil ich gesagt habe, die Lochbilder interessieren mich für die Positionsnummerierung nicht. Nummerierung funktioniert natürlich ganz klassisch über die Ausgabe. Positionierung, bekomme dann die Möglichkeit, meine Positionsnummerierung nochmal genauer zu definieren. Kann hier meine Haken definieren für Einzelteile und Hauptteile. Habe hier meine Positionsnummerierungsmethoden, auf die ich in dem Fall jetzt nicht eingehe. Ich habe im Handbuch da entsprechend alle Methoden einmal aufgelistet, schön mit Bildern, damit man weiß, was das bedeutet, beziehungsweise in der Schulung wird das natürlich auch genauer angesprochen. So, ich setze die Hackerl für diese beiden, lasse das Ding einmal durchlaufen und ich sehe schon, ich habe hier drinnen bei meiner Einzelteilnummerierung, bei meiner Hauptteilnummerierung entsprechend zwei Positionen, und zwar zwei Objekte, wenn ich da draufklicke, sehe ich da schön rot markiert. Diese beiden sind für Advanced Steel jetzt ein Einzelteil und hier drinnen unser drittes, weil die Löcher relevant sind, als weitere Positionsnummerierung vorhanden. Wie gesagt, diese Option ist immer bei der Lochvergabe möglich einzugeben, ob diese Löcher relevant sind oder nicht. Noch ein sehr cooles Feature, Suchfunktionen. Hier drinnen gibt es eine neue Variante, und zwar kann ich in der Version 2021 nach Komponenten suchen, die noch nicht abgeleitet worden sind. Sehr, sehr coole Sache. Oft ist es so, dass man gerade nicht weiß, welche Komponenten denn schon in der Zweitableitung, in der Einzelteilableitung oder Hauptteilableitung schon vorhanden sind oder welche denn noch abgeleitet werden müssen. Es gibt viele, die zum Beispiel mit Listen gearbeitet haben und geschaut haben, ob in der Liste irgendwo was drinnen steht, ob das schon mal verzeichnet worden ist oder nicht. Das hat sich damit erledigt, und zwar kann man das prinzipiell über die ganz normale Advanced Steel Suchenfunktion durchführen. Funktioniert ganz, ganz einfach, indem ich hier einfach mal unter Start den Projekt Explorer aufmache. Wenn es diese Suchabfrage noch nicht gibt, kann ich sie ganz einfach anlegen, ganz einfach hier aufs Fragezeichen draufklicken und habe hier meine ganz normale Advanced-Stil-Suche. Sehr, sehr intelligentes Ding. Wir können hier prinzipiell mal sagen, nach welchem Objekttypen ich denn suchen möchte. Das heißt, ich kann hier mal hergehen und sagen, ich möchte alles, außer meine Objekte auf der rechten Seite. Jetzt könnte man sagen, ich hätte mal anklickt gespart, wenn ich es gleich direkt runtergeklickt habe. Würde ich sagen, vollkommen richtig. In dem Fall gehe ich her zwischen Stahlträger und bis zu einem verjüngten Trägern. Das sind meine Objekte, die mir prinzipiell für die Suche relevant sind. So, und dann kann ich da eben reingehen und auf der linken Seite entsprechend meine Objekte suchen und bekomme dann drinnen hier unter Verhaltensweise entsprechend die Möglichkeit zu sagen, hat das Bauteil eine Einzelteilzeichnung, ja oder nein, kann diese Suche entsprechend speichern, und diese Suche wird hier auch in meinen Strukturen, in meinem Projekt Explorer auf der linken Seite prinzipiell angezeigt. Jetzt kann ich da einfach die Glühbirne einschalten und bekomme dann genau eine Vorauswahl meiner Objekte, die entsprechend noch keine Einzelteilableitung haben. Das heißt, zum Suchen absolut optimal. Und was ich auch natürlich machen kann, ich kann hier einfach hergehen und sagen, ich möchte es anwenden. Dann werden die gesuchten Objekte oder die gefundenen Objekte besser gesagt rot markiert. Damit kann ich entsprechend wieder über meine Advanced Werkzeugpalette die Objekte selektieren und dann entsprechend über einen Prozess ableiten, um so einfach kein Bauteil liegen zu lassen. Und ja, damit eine sehr, sehr geschickte Sache, die doch sehr, sehr sinnvoll ist. Ein weiteres neues Feature, und zwar neue Sortierkriterien für Prozesse. Hier drin einfach ein Bild von den Sortierkriterien. Bisher war das ja relativ eingeschränkt. Das heißt, jetzt können wir Bleche nach Dicke schon gegangen. Wir können hier entsprechend für Materialien noch Material aufsteigend oder absteigend entsprechend auch neue Sortierungen für die 2D-Ableitung, für die Prozesse finden und entsprechend einstellen. Noch ein neues Feature, und zwar Ändern von Führungslinien auf der 2D-Ableitung.
Das betrifft jetzt in dem Fall hauptsächlich unsere Schweißnähte. Hier natürlich auch ein Beispiel, was Sie direkt im Advanced-Stil drinnen anschauen. Das heißt, man kann hier drinnen ganz einfach mal auf eine zweite Ableitung gehen. In dem Fall habe ich einfach mal eine Schweißnaht mit eingefügt. Bei den Schweißnähten ist es so, ich kann jetzt im Endeffekt das Symbol direkt anklicken und mit einem Rechtsklick draufgehen und kann hier mein Kontextmenü eine Führungslinie hinzufügen oder auch entfernen, wenn es denn schon mehr hat wie eine. Das heißt, ich kann hier hingehen und sagen, okay, ich hätte gerne hierhin auch noch eine Führungslinie für die Komponente. Das Ganze kann ich natürlich auch dynamisch wieder abändern. Das heißt, wenn ich hier einfach hingehe, die Führungslinie ist intelligent, keine dumme Linie unter Anführungszeichen, die genau auf mein Objekt hingeht. Und ich kann auf dem gleichen Weg auch da wieder eine Führungslinie entfernen. In dem Fall ist es eine Schweißnaht, die ich händisch in der 2D-Ableitung hinzugefügt habe. Das betrifft aber alle Symbole, auch diejenigen, die automatisch über meine Zeichnungsstile sozusagen abgeleitet werden und ja automatisch eingefügt werden. So, das war es im Grunde schon von den neuen Features in der Version 2021. An dieser Stelle möchte ich auf unsere neue Am-Punkt-Webinar-Reihe hinweisen. Die Am-Punkt-Webinar-Reihe ist prinzipiell eine Webinar-Reihe, die sich an erfahrene User richtet. Sind jeweils 2-Stunden-Sessions, die sehr gut in die Tiefe reingehen, beispielsweise für die Zeichnungsstile in 3 verschiedenen Serien, wo man entsprechend in der ersten Serie einfach mal anschaut, wie lege ich denn einen Zeichnungsstil an, wie funktioniert denn das ganze Konzept dahinter, wie mache ich denn beispielsweise eine Ableitung, wo die Handläufe alle gesammelt werden und grau ausgegeben werden. In der Serie 2 macht man beispielsweise eine eigene Schraffur für eine Dämmung oder ein Kiesbett beispielsweise. Oder auch Ankerpläne, wo automatische Bemaßungsketten zwischen den Ankerschrauben und den Rasterlinien kommen. Die Zeichnungsstilserie 3 ist meine Lieblingsserie. Da geht es prinzipiell um Hardcore Dimension Styles, sprich Bemaßungsstile. Wie kann ich mein Hauptteil so detaillieren, dass es genauso rauskommt, wie es die Werkstatt von mir verlangt. Dann als Fortschritt für die 4. Zeichnungsstilserie kann man eigentlich die Prozesse und die Prozessfolgen verwalten und nehmen. Wie kann ich meine eigenen Zeichnungsstile automatisiert ausgeben, sodass ich möglichst wenig Arbeit habe mit den Ableitungen prinzipiell. Dann einmal Management-Tool und Stücklisten-Editor und der Workflow zwischen Plant-3D und Advanced-Stil. Es ist so, dass diese Serie prinzipiell erweitert werden kann. Wir haben hier eine Umfrage gestartet, finden Sie bei uns auf der Webseite, wo Sie Ihre Lieblingsthemen aussuchen können. Wenn Themen fehlen, ganz einfach dort eintragen. Wir versuchen entsprechend Leute für ein Webinar zu finden und das dann durchzuführen. Die Webinare kosten 95 Euro pro Person und richtig, richtig Hardcore-Technik in die Tiefe sozusagen. Das ganze Thema auch für Plant3D und für Navisworks und auch neu im Programm für Recap. Dann haben wir natürlich auch klassische Klassenraumschulungen, wo man als Kunde mitklicken kann und mitmachen kann. Das heißt, wir haben hier entsprechend für P&D, für Plant3D, für Advanced-Stil, für Inventor Grundschulungen und Aufbauschulungen, wo man prinzipiell ein Setup hat, wo man 2 Bildschirme hat. Auf der einen Seite zeigen wir unsere Themen her, auf der anderen Seite kann man entsprechend selber mitmachen und wir können uns auch jederzeit auf Ihren Computer schalten, um so weiterhelfen und weitermachen zu können. Auch noch interessant, unser Advanced Stil 2021 Handbuch ist soweit fertig, geht in Kürze in Druck. Wird also circa in 2 Wochen bei uns auch am Shop erhältlich sein. Auch mit dem Boot natürlich die neuen Themen in der Version 2021. An der Stelle sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.